Heute ist im Landtag von Nordrhein-Westfalen das neue Nichtraucherschutzgesetz für NRW verabschiedet worden. Ein Gesetz, wo wir ja als Grüne mindestens seit 2010, seitdem wir in der Regierung beteiligt sind, sehr intensiv in der Diskussion auch mit euch sind, im Netz, bei Facebook, bei Twitter, in den ganzen sozialen Netzwerken, auch durchaus kontrovers in der Diskussion sind. Und wir sind sehr zufrieden mit diesem Gesetz, dass es jetzt verabschiedet ist, weil da drei ganz zentrale grüne Ziele verwirklicht sind. Nämlich einmal mehr Gesundheitsschutz, zweitens auch mehr Arbeitsschutz für die Beschäftigten in der Gastronomie und damit eben auch mehr Freiheitsrechte für die Beschäftigten in der Gastronomie und drittens gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Gastwirtinnen und alle Gastwirte. Was steht in diesem Gesetz drin? Wir haben uns ja orientiert an Bayern, Bayern als Vorbild, wo ja die Bevölkerung vor wenigen Jahren einen sehr konsequenten Nichtraucherschutz auch wirklich erkämpft und durchgesetzt hat. Und in diesem Gesetz in NRW steht jetzt auch drin, dass es ab dem 1. Mai, dann tritt das Gesetz in Kraft, ein Rauchverbot in der Gastronomie in NRW gibt, ohne Ausnahmen, aber nicht nur in der Gastronomie, sondern eben auch in öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Schulhöfen, Krankenhäusern und so weiter. Zweitens steht da drin, dass dieses Rauchverbot auch für Brauchtumsveranstaltungen gilt, also zum Beispiel für Schützenfeste, wo ja oft auch Kinder zugegen sind, in Festzelten und Ähnlichem. Oder aber auch eben für den Karneval gilt das auch, wo ja zum Beispiel auch Kinder, Jugendliche auch Tanzdarbietungen auf der Bühne veranstalten und so weiter. Also auch für den Brauchtum gilt dieses Rauchverbot. Und drittens, es gilt auch für private Feiern, allerdings mit der Ausnahme, dass wenn eine geschlossene Gesellschaft sich vorher anmeldet in der Kneipe, also zum Beispiel klassischerweise der 80. Geburtstag von Oma, ja, wenn man da eine geschlossene Gesellschaft vorher anmeldet und in einem getrennten Raum ist, dann darf dort weiter geraucht werden. Das ist die Ausnahme in diesem Gesetz. Es tritt zum 1. Mai in Kraft, also eine großzügige Übergangsregelung nochmal, wo jetzt auch alle auf dieses Gesetz auch einstellen können. Dieses Gesetz ist kein Gesetz, was das Rauchen an sich verteufelt. Wir als Grüne sind ja die Partei der Selbstbestimmung und auch Partei der Selbstbestimmung, was den eigenen Genuss und Konsum von Genussmitteln angeht. Das ist sozusagen nicht Teil des Gesetzes, sondern Teil des Gesetzes ist eben, diejenigen zu schützen, die eben nicht, auch nicht passiv rauchen möchten, auch nicht aktiv rauchen möchten. Das gilt in erster Linie für die Beschäftigten. Es gibt ja normalerweise einen sehr restriktiven Umgang mit krebserzeugenden Substanzen am Arbeitsplatz. Bei Nikotin ist das bisher nicht der Fall und jetzt werden eben auch die Freiheitsrechte von abhängig Beschäftigten in der Gastronomie gestärkt, die jetzt eben am Arbeitsplatz auch geschützt sind. Und zweitens eben gleiche Bedingungen für alle Gastwirtinnen, alle Gastwirte, keine Wettbewerbsverzerrungen mehr und damit eben auch eine Erleichterung für die Ordnungsämter, die heute ja noch teilweise mit dem Zollstock durch die Kneipen laufen müssen und gucken müssen, wie groß sie sind, ob die abgetrennte Räume haben und so weiter. All das fällt jetzt weg und wir haben ein einheitliches, konsequentes Gesetz ohne Ausnahmen und mit gleichen Bedingungen. Also wir als Grüne sind sehr zufrieden, dass dieses dicke Brett jetzt auch endlich gebohrt ist. Es zeigt eine sehr grüne Handschrift, dieses Gesetz. Es wird Gesundheitsschutz verwirklicht, Arbeitsschutz wird gestärkt und eben gleiche Bedingungen in der Gastronomie, gleicher Wettbewerb. Und deswegen freuen wir uns sehr, wenn zum 1. Mai das Gesetz jetzt in Kraft tritt und sind mit dem heutigen Tag sehr zufrieden.